trotzdem ist es der Bauernplatz nochmal. Definitiv. Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier The Lands TV natürlich mal wieder. Und ja, unser SK Sturm hat einen nicht ganz so erfolgreichen Start ins Frühjahr hingelegt. Man ist ausgeschieden im Cup leider beim LASK. Am Ende war es doch ein 0:2. Ja, bittere Sache. Man muss aber unterm Strich schon zugeben, okay, man ist nicht unverdient rausgeflogen. Das war einfach zu wenig, so von der gesamten Leistung her. Und ja, hat sich dann im Endeffekt mit auch ein bisschen Pech, muss man sagen, im Endergebnis wieder gespiegelt. Erste Halbzeit, wenig Möglichkeiten auf beiden Seiten, maximal größtenteils Halbchancen. So in den ersten ja, 20 bis fast 30 Minuten. Nach etwas mehr, so einer halben Stunde, dann ein Aluminiumtreffer vom Lars. Da hatten unsere Black ist durchaus Glück und auch so ein paar Minuten vor der Pause hatte der Lask eine weitere gute Möglichkeit. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob da dann auf Abseits entschieden worden ist oder nicht. Auf jeden Fall ging es dann trotzdem mit dem 0:0 in die Pause. In der ersten Halbzeit von Sturm, ganz ehrlich, keine richtig vernünftige Torschance, meiner Ansicht nach. Im zweiten Durchgang das Ganze weiterhin recht ausgeglichen. Sturm hatte, ich glaube, durch Sparlein einen ganz gefährlichen Abschluss in Minute 55 herum. Dann war es das aber schon auf langer Strecke. Danach dann wieder der Lask offensiv ein bisschen aktiver über die rechte Seite. Ich glaube, Goiginger war es mit der Flanke und dann mit dem Kopf Schau Klaus, der Brasilianer im Dress vom Lask mit dem 1:0 nach einer knappen Stunde. Danach kamen die Linzer zu ein, zwei weiteren ganz guten Möglichkeiten oder zumindest Halbchancen über die rechte Seite. Mir persönlich ist Goiginger halt immer wieder aufgefallen, der an fast jeder gefährlichen Aktion über seinen rechten Flügel beteiligt war. Und ja, von Sturm kam einfach offensiv wenig bis nichts. Also da war es für mich persönlich schon die größte Enttäuschung. Da ist offensiv auch gerade in der Schlussphase sehr, sehr wenig halt gegangen. Also von unseren Blackies hätte ich mir da einfach deutlich mehr erwartet. Auch mit der Einwechslung von Friesenbichler vom Neuzugang kam nicht wirklich mehr, mehr Offensivpower bei den Schwarz-Weißen rein. Also man hat es natürlich auch gesehen. Klar, der Lars hat eine gute Mannschaft, hat auch wenig zugelassen, aber trotzdem insgesamt zu wenig von Sturm zu passiv. Man hat wohl brav gekämpft, aber es hat dann doch nicht gereicht. Man hat dann auch in den letzten Minuten eine ziemlich turbulente Phase gehabt. Sturm zunächst mit dem vermeintlichen Ausgleichstreffer. Ich kann euch nicht sagen, wer der Torschütze gewesen wäre. Auf jeden Fall wurde, glaube ich, was ich gehört habe, auf Abseits entschieden. Auf jeden Fall hat der ganze Sektor gejubelt. Jeder war eigentlich schon mit dem Kopf bei der Verlängerung. Und dann, hoppale, das Tor zählt nicht. Also in der 89. bzw. 90. zählt der Ausgleichstreffer nicht und dann kam natürlich der Lars nochmal auf. Sturm klarerweise dann irgendwo dann schon ein bisschen fertig mit den Nerven, kann man sagen. Und Hossein Balic, der Neuzugang vom Lars aus St. Pölten, macht dann in den letzten Minuten, also quasi mit dem Schlusspfiff fast, das 2:0. Da hat er ein bisschen zu viel Platz, zieht dann in den 16er und haut ihn dann rein. Siebenhandel hat da keine Möglichkeit, ansonsten meiner Meinung nach auch der beste Mann bei unseren Blackies gewesen ist. Und danach war es da dann auch schon. Also von dem her sehr, sehr schade insgesamt und man scheidet eben dann aus, nicht unverdient. Ihr schreibt mir natürlich gern wie immer in die Kommentare, was ihr zu der diesmaligen Partie sagt. Leider kein erfolgreicher Start aus der Winterpause. Also von dem her, euer Elias, nichtsdestotrotz natürlich auf die Schwarzen und bis dann. Ciao, ciao.